So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Die Testaufnahme war erfolgreich und synchron. Ich hoffe, dieser Part ist es auch. So, ja, wir gucken zum Stern. Es ist schon wieder eine Weile her. Einmal aktualisieren. Okay. I'm in, aber wir gucken erst die anderen Sachen an. Jemand hat gemeint, dass Wabauros wahrscheinlich mit 1.1 hier eine ganze Welt bauen will. Das ist tatsächlich, wäre das eine interessante Idee. Könnte gut möglich sein. Da frage ich mich dann nur, soll ich warten, bis die Welt fertig ist? Weil wenn ich jetzt hier so hingucke, Lead the Lads, ob das jetzt dazugehört oder nicht. Ich denke, wir werden die Level halt trotzdem einzeln spielen, ne? Weil das Ding ist ja, letztendlich sind die Level in der Superwelt ja auch nur einfach einzelne Level, die man halt auch so spielen kann, die dann zwar, wenn die Welt fertig ist, einen gewissen Zusammenhang ergeben, aber jetzt darauf zu spekulieren, dass daraus mal eine Welt werden könnte und dann jetzt Level nicht zu spielen und dann wird doch keine Welt draus, sondern hat man ganz viele Level nicht gespielt, ist auch irgendwie doof. Dafür, dass die Superwelt ja jetzt auch nichts Spezielles ist. Na, das ist ja einfach nur dann eine Aneinanderreihung von Leveln. Deswegen denke ich mal, wir spielen einfach, was da ist. Und los geht's mit Marcy. Jungle of Plants and Thorns. 10%. Be careful. Okay. Vicaris hat den Rekord. Von 33, Prozent. Wir werden aber erstmal uns das Ganze in Ruhe angucken. Oha, ich habe ein bisschen laut meinen Fernseher. Moment. Das hört ihr nicht, aber ich. So. Au, da ist bestimmt ein Secret. Nee, da geht's weiter. Dann ist da oben ein Secret. Nee, da geht's weiter. Oh, okay, es gibt mehrere Wege. Das ist schon mal cool. Kann ich da rein? Nein. Wait, den kriege ich... Okay, ich muss irgendwann... Irgendwie muss ich den Weg da freikriegen. Oha! Heißt das, ich suche hier unten jetzt was, um da oben reinzukommen? Oder... Ja, der Pilz reicht ja nicht aus. Damit könnte ich zwar... Wait, was ist hier? Ah, da komme ich jetzt daraus, wo der andere Weg gewesen wäre. Okay. Okay, ist da oben was? Ach so. Ah, da komme ich hier. Okay. Aber ich kann ja nicht mal... ich könnte jetzt nicht mal Damage boosten, weil das Ding ist ja fest. Das heißt, ich muss hier unten weiter. Jetzt ist nur noch dieser Weg übrig. Irgendwie hätte man da reingekonnt. Ich weiß aber noch nicht wie. Wir werden mal gucken, ob wir das irgendwie rausfinden. Da gab es bestimmt eine Möglichkeit und ich habe die jetzt nicht irgendwie verpasst oder keine Ahnung. Okay, ich komme da auch nicht hoch. Wieso komme ich? Ach, warte, das ist so ein On-Off-Swing-Dings, ne? Wenn ich jetzt einen On-Off irgendwo finden sollte, dann wird da so ein Sprungbrett draus. Hoppala. Das war nicht das, was ich gesucht habe. Oh no. Okay. Ey, ich mag... da ist mein On-Off. Der wäre für das Sprungbrett. Wir werden die Secrets auf jeden Fall noch durchgucken, weil ich finde das immer... ganz cool, wenn man da so Sachen einbaut. Aber das ist ein Level, das kann man wahrscheinlich recht schnell durchrennen, wie man am Rekord von Vicaris sieht. Aber, das war knapp. Aber. Man kann halt auch nochmal so viel mehr in dem Level mitnehmen, wenn man die Dinge beachtet.
Wie zum Beispiel eine Münze aus einem Block. Ah, und da ist mein Pilz. Okay, sehr gut. Und hier wäre der andere Weg hochgegangen. Okay, verstanden. Gut. Hui. So, und jetzt ist hier natürlich dann Ende. Okay, ja, ich verstehe die 33 Sekunden. Aber mich interessieren kurz die Secrets. Wie kommt man an die Secrets ran? Das ist einmal das Sprungbrett gewesen. Das ist einmal die Röhre. Okay, ja, die Röhre war das Sprungbrett und diese Pflanze. Die zwei Sachen möchte ich mal untersuchen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Feuerblume oder sowas. Vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Ich meine, hier ist ein Pilz. Es wäre natürlich denkbar, dass wir es hier mit Progressive Power-Ups zu tun haben. Dass ich, wenn ich den Pilz behalte, irgendwo eine Blume bekomme. Ich war ja leider so inkompetent und habe den gleich wieder verloren. Oh, wait, da oben geht's hoch. Hier geht's hoch. Was ist hier hinten? Das ist ein Leben. Nee, das ist nicht, was ich suche. Das Leben ist zwar cool. Hier komme ich nicht rein, hier komme ich nicht rein. Und jetzt kommt aber schon... Nee, das ist noch nicht die Pflanze. Hier kommt jetzt die Pflanze und die geht aber nicht mehr weg. Und führt dann zu einer Box. Die Box ist... Das ist wahrscheinlich die Box, die dazu der 10 führt. Also es ist nicht sonderlich wichtig, da hinzukommen. Aber mich wird einfach interessieren, wie ich da hinkomme. Ist hier vielleicht eine Blume drin? Nein. Ich brauche... Also ich könnte mir halt mit einem Progressive Power-Up das... Ah ja, verstanden. Ich sag ja, Progressive Power-Up, das war das Ding. Okay, cool. Dann komme ich jetzt hier an den Zehner ran. Genau. Ne, ist jetzt für den Weg nicht wichtig. Aber einfach cool, das zu haben. So, und dann ist da unten der On-Off gewesen. Ah, wenn ich hier runtergehe. Ah, da ist mein Secret. Got it. Und dann komme ich hiermit zurück. Weil ja die Brücke kaputt ist. Also wenn die Brücke runterfährt, kommt die ja hier nicht mehr durch. Und jetzt ist dieses Ding hier an. Und jetzt kann ich damit springen. Und jetzt kann ich da rein. Oha, und das führt nochmal in einen ganz anderen Abschnitt. Nice. Aber wait. In die andere Richtung ging es auch, oder? Oh, shit. Oh, okay. Also wenn man runterfällt... Stirbt man nicht, sondern kommt halt einfach ans Ende. Und... Okay, jetzt wollen wir das aber mal versuchen. Ach so, man muss es auch schaffen. Okay, cool. Dachte, man muss es nur für den Bonus oder so. Aber man muss es auch schaffen, okay. Ja, ich habe es ja nicht geschafft, ich wollte nur mich umgucken. Das ist ja ein Unterschied. Oh nein. Ja, jetzt, Oh! Ah, wenn man es zweimal hintereinander aber nicht schafft, dann hat man sich gesoftlockt. Das ist nicht so optimal. Ja, jetzt komme ich nicht mehr. Jetzt habe ich... Ja. Ja. Das ist jetzt ein Softlock. Da wäre vielleicht eine Röhre sinnvoller, weil die Box geht halt nur einmal. Da habe ich jetzt tatsächlich auch erst gar nicht dran gedacht. Ja, jetzt habe ich nur noch die Möglichkeit, hier rauszugehen. Gut, wir wollen uns aber den Weg... Ich will das richtig machen. Und die Zeit nehme ich mir jetzt. Aua. Also wir müssen den On-Off wieder auslösen. Oder?
oder ich finde den Weg, das abzukürzen. Aber ich habe es ja vorhin schon probiert. Das ist schon so gebaut, dass man da nicht... Nee, hast du keine Chance. Ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da kommt auch kein Panga hoch. Was nicht geht, geht halt einfach nicht. Es sieht aber knapp aus, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Schade. Abflug. Oh, bin ich extra tief geflogen. Geschwommen. Geschwommen, ja, genau. Und dann hat es trotzdem nicht funktioniert. So, jetzt aber. Okay, einmal darf ich runterfallen. Wenn ich nochmal runterfalle, ist blöd. Halt, stopp. Die Frage ist, brauche ich da Speed oder kann ich da auch so? Nein, ich brauche da schon Speed. Okay. Okay, man muss es halt wissen. Wait. Ich bin dumm. Ich dachte, das Ding führt zum Anfang zurück. Und ja, natürlich führt das Ding zum Anfang zurück. Ist aber im Endeffekt... Ah. Nicht, weil es noch einen anderen Weg gibt, sondern weil man so wieder zurück muss. Okay, alles klar. Gecheckt. Gut. Haben wir, denke ich, alle Secrets mitgenommen in dem Level. Sehr schön. Shell Hell Castle von Vicaris. My first Shell Jump Level. Good luck and have fun. Wir werden reingucken. Ihr kennt das Spiel. Wir werden es nicht schaffen. Es gibt auch nicht mal einen Checkpoint, weil es gibt eine Zielbedingung. Und zwar... Ach du Scheiße. Das macht es noch schlimmer. Okay, es ist so ein Level. Ah, und hier gibt es so eine Preview-Door-Dinger. Da kann man gucken, was man nicht machen darf. Okay, wir gucken uns mal die Previews hier jeweils durch. Also man kommt hier ran und springt hier ab. Den nimmt man mit, den nimmt man mit. Oh Gott, und dann oh nee. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Das ist dieser Cancel, also diesen Abbruch des der Stampfattacke. Oh nee. Nee, Vicaris, da bin ich raus. Das schaffe ich nicht. Also wir können gerne ein bisschen in die Previews reingucken. Aber da bin ich schon raus. Den kriege ich schon nicht hin. So, was haben wir hier? Weg ist er. What? Hä? Muss ich... Ich brauch den doch gar... Ich glaube, die brauche ich erst später, die Shell, die da runterrutscht. Fällt. Wie auch immer. Ich glaube, da ist eher das... Ja. Dann mache ich das da auf. Und da drüben mache ich schon wieder einen, einen Cancel. Nee. Hier nämlich. Da muss ich dann... Irgendwie so. Habt ihr es gesehen? Ne? Man macht rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ich kann es mal kurz an dem Abschnitt üben, weil man da recht viel Fläche hat. Ja, das waren zwei. Davon muss ich viel mehr machen. Davon muss ich viel mehr machen. Oh Himmel. Oh Gott. Davon muss ich viel mehr machen. Also wir können das auch mal ganz kurz anders üben. Wie
komme ich? Da komme ich hin. Nee. Ich möchte nicht glücklich bauen, lass mich in Ruhe. Alter, ich brauche ein Level, wo es den Dings gibt. Das da. So, dann muss das Ding vertikal sein. So wird es nicht vertikal. Nein, gib. Ich will doch nur hier wieder rauf. Oh mein Gott. Können wir da wieder raus? Danke. Autoscrolling. Kann ich hier sagen, ist es vertikal? Nein. Individuell. Es soll gar nicht scrollen. Ich will gar nicht, dass es scrollt. Ah. Ich will vor allem auch nicht das Schiff. So, das da will ich. Und das will ich jetzt vertikal. Nee. Nee. Ich bin viel zu selten in dem Zeug drin, ne? Wie ging das? Oh Gott, wie ging das? Ach, wie... Nee, war das nicht so, dass der... Dass das... Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, ne? Hilfe, lass mich in Ruhe. Was wäre hier? Umgebung. Mehrfach Auswahl kopieren. Das ist Zielbedingung, das ist alles, hä? Es muss doch, gab doch irgendwo eine Option? Nee. Nee. Man konnte doch irgendwo, hä, die Levelart. Ja, genau, das wollte ich. Aber ich kann es hier trotzdem auch testen. Warte, ich kann ja hier hochgehen. Ja, ist ja wurscht. Das muss viel öfter gehen. Oh Gott, ich kann das nicht mehr. Das ist ein Werk. Tschüss. Das kann man viel öfter machen. Manche können das so. Oh Gott. Ja, das war jetzt gar nichts. Also ich muss schon hochdrücken. Dann, ja, und so canceln wir den. Aber das muss wahrscheinlich viel schneller gehen. Ah, keine Ahnung. Okay. Wir haben es mal kurz angeguckt. Wir haben es uns mal kurz angeguckt. Und ich habe wieder festgestellt, dass ich wieder nicht bauen kann. Ich hatte das doch schon mal, als ich schon mal... Aber dann habe ich es irgendwie geschafft, ein vertikales Level zu erzeugen, ne? Ich glaube, dafür musste ich aber einen extra Raum erzeugen. Ja, ja, ich musste einen zweiten Raum erzeugen. Das war das Ding. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, wir spielen es jetzt mal von Anfang an. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich muss schon da einen Korb... Oh. Das ist nicht nur ein Challenge. Okay. Ach so, und dann kommt hier schon der Abschnitt. Ja, dann komme ich da nicht weit. I'm sorry, I tried. Das wird nix. Okay. Overgrown Mansion. Spielen wir lieber noch ein Level von Marcy. Da komme ich zumindest durch. Ei. Okay, 4,54%. Auch Vicaris hatte wieder den Rekord. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es hier wieder einige Secrets gibt. Gucken wir mal durch. Okay. Es hatte auch den Tech-Rätsel. Mal gucken, warum. D
Den Tod hat keiner gesehen. So. Okay, das sind Boos, da sind Röhren. Oh, wei. Okay. Da gibt's Kisten. Huch. Das war ja interessant. Cool. Okay, das Ding kann ich kaputt machen. Wofür die Kiste? Yo! Mach dich mal weg, Kollege. Okay, hier kann ich rein. Oh, da sind wir raus aus dem Geisterhaus, aber nicht aus dem Geister-Thema. Okay. Da gibt es eine Queen. Oh, Junge, Junge. War irgendwie zu erwarten. Okay, aber hier kann ich wieder rein. Und dann bin ich wieder im Haus drin. Okay. Man besucht also mal kurz zwischendurch den Geisterwald. Kein Progressive Power. Hopp. Ich meinte, hopp. Da ist eine Tür. Gehen wir erstmal rein. Aua. Ganz viele Kisten, aber auch die Röhre. Okay. Und wieder im Wald. Oh, ich dachte, ich kann die kaputt. Ich hätte schwören können, ich kann... Huch, Hilfe, mein Headset. Ich hätte schwören können, ich kann Kisten gegen die schmeißen. Also erstmal Pilz wiederholen. Dann gehen wir hier unten lang. Auch hier gibt es wieder 3 Millionen verschiedene Wege. Kann ich den auch nicht kaputt machen eigentlich? Er kann nicht über die Kiste laufen. Aber Kisten machen nicht Gegner kaputt. Ich hätte gedacht, das geht. Ja, gucke mal. Ach, und jetzt komme ich hier raus. Wait, aber dann war ich... Ah. Das ist doch der... Nee, ist es nicht. Nee, das ist ein anderer Abschnitt. Ist ein anderer Abschnitt. Okay, was passiert, wenn ich oben rumgehe? Dann müsste ich auch in den Wald rauskommen. Nur wahrscheinlich von der Röhre aus. Ja, okay, verstanden. Das ist sogar ganz konsistent gebaut. Hier gibt es Coins und Platz und Platz. Und das, was wir brauchen... Ach, jetzt bin ich hier. Da sind wir vorhin gestorben. Dann haben wir jetzt aber ein Problem, weil... Ich brauche einen Off-Block. Okay. Das heißt, ich muss hier eigentlich sogar rein und nicht von hier kommen. Ich bin ja vorhin hier rein und ich muss vorher den Off-Block. Oh. Okay. Gut, aber wir waren ja hier noch nicht lang. Ah. Egal, wo ich lang möchte. Ach, und dann bin ich wieder hier. So. Das heißt, wir sind jetzt einmal rum. Habe ich irgendwas übersehen? Komme ich hier unten raus? Da ist aber auch kein On-Off-Block. Ja. Hier oben ist aber auch kaum, mein Gott. Da oben ist aber auch kein On-Off gewesen.
Da drüben sind blaue Blöcke. Aber da waren rote. Ja, hier komme ich nicht durch. Ist der auch noch vor dem Midway Point gewesen? Habe ich da... Okay. Wichtige Feststellung. Ich kann vom Midway Point aus nicht zurück. Das ist eine sehr wichtige Feststellung. Das heißt nämlich, ich muss hier einen Offfisch finden. Und das wiederum heißt, ich bin blind, weil ich habe doch schon... Ich habe doch schon alles gesehen. Kann hinter Kisten ein On-Off-Block... Oh, dann weiß ich, wo einer ist. Sein könnte. Wenn hinter Kisten theoretisch ein On-Off-Block versteckt sein kann... Hätte ich eine... Vermutung. Dann hätte ich eine Vermutung. Weil das Ding ist... Oder ich muss rechtzeitig hier durchkommen. Aber da komme ich nicht. Nee, da komme ich nicht rechtzeitig durch. Da habe ich keine Chance. Ja, aber hier kann er auch. Nee, nee. Nee. Komme ich mit den Kisten irgendwo? Aber ich kann ja auch immer nur eine mitnehmen. Das ist ja auch Quatsch. Komme ich mit einer Kiste irgendwo hin, wo ich vorher nicht hingekommen bin? Ich meine, hier ist ein Pilz drin. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Hä? Wo war ich denn jetzt noch nicht? Wo ein On-Off sein können? Hä? Ich kann nicht zurück. Das heißt, es muss in diesem Abschnitt ein On-Off sein. Sonst, man muss ja vom Checkpoint aus das Level abschließen können. Er wusste ja auch, als er das Level hochgeladen hat. Von hier aus wieder starten. Bin ich dumm? Komme ich da irgendwie runter? Nee, da komme ich auch nicht runter. Wait. Oh nein. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ja, mit meinem Hinterkisten war ich gar nicht so verkehrt. Ah. Wieso habe ich da nicht dran gedacht? Oh no, ich war so close, unbewusst hier diese Tür zu sehen, als ich hier die Kisten abgetragen habe. Oh nein. Oh shit. Das war's komplett. Ach ja. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Okay. Fuck. Ah, das ist nur für Bonus, okay. Aber wenn das nur für Bonus ist, es ist übrigens ein sehr cooler Bonus. Jetzt komme ich wieder hier raus. Dann habe ich aber immer noch nicht On-Off gefunden. Ah, doch, oh, nee, oder? Kann ich? Ich kann eine Kiste hier mit reinnehmen. Wenn ich die eine Kiste hier habe... Nee, komme ich trotzdem nicht da hoch, weil... Ein Treffer wird auf jeden Fall drauf. Also ein Treffer müsste ich auf jeden Fall kassieren.
Ach, hier ist noch eine Röhre. Okay. Die habe ich nicht gesehen. Oh no. Da geht's runter. Will ich das? Ne, da ist ja nichts. Will ich das vielleicht? Ich dachte, die geht weiter zurück. Aber da ist wahrscheinlich nichts Wichtiges drin. Ich lass es mal links liegen. Also, aktuell Tür, Röhre und dann gehen wir weiter nach links. Das scheint mir am sinnvollsten. Ja, geh mal einfach hier rein. Oh no. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite. So. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Das heißt, hier... Ah, jetzt kann ich mir eine Truhe holen. Und dann kann ich die... Ja, genau das. Und dann kann ich die... Ach, Mensch! Ich leg sie ab, ist ja okay. Ich leg... Hä? Oh nein, ich hab... Oh nein! Oh nein, ich ahne Böses. Ich hab Quatsch gemacht. Nein! Kann ich das resetten? Indem ich hier durch die Röhre nochmal zurückgehe? Nein. Jetzt müsste die wieder weg sein, ne? Oh nein! Das war ein Geist, auf den kann man nicht springen. Ey, das ist mal ein richtig cooles Rätsellevel, tatsächlich. Das ist... Da muss man echt mal ein bisschen suchen. Also, ich stelle mich gerade wieder super dumm an. Aber abgesehen davon, ist das echt schön labyrinthartig gebaut. Da kannst du nicht... Also, wenn du das nicht kennst, da kannst du nicht einfach durchwaschen. Das funktioniert nicht. Gefällt mir sehr gut. Oh, nicht schon wieder. Plopp. So, jetzt aber. Nicht reinschmeißen. Danke. Oh, shit. Okay, jetzt geht's hier rein. Okay, jetzt könnten wir so langsam uns dem One-Off nähern, glaube ich. Ah, das ist nicht Pilz. Da ist mein One-Off. Okay. Jetzt ist alles anders. Jetzt komme ich durch mehrere Röhren, durch die ich vorher nicht gekommen bin. Zum einen... Okay, jetzt komme ich aus dir einfach raus. Gut, dann ist klar, wo wir hin müssen. Wir müssen... hier wieder rein. Und jetzt oben lang. Ah, das ist jetzt... Ja, es ist theoretisch die falsche gewesen, aber ich komme auch so entlang. Jetzt lasse ich mich einfach hier fallen und hoffe, dass ich nicht von irgendwas getroffen werde. Okay. Und jetzt kann ich ja da oben... Hier in die... Nee, da konnte ich vorhin auch... Aber die hat... Die hat, glaube ich, zu einer geführt, in die ich vorher noch nicht konnte. Oh, nee. Will mich jetzt nicht treffen lassen hier. Das wäre jetzt bitter. Ich glaube, hier war auch eine rote Röhre. Ja, genau.
Nee, das ist die... Das ist die, aus der ich komme. Wo war denn die andere, Mann? Oh mein Gott, was mache ich hier? Ach, da drüben, da oben. Nein, jetzt bin ich wieder runtergesegelt. Die war hier oben. Oh no! Kurz zur Kontrolle, bevor ich jetzt alles falsch mache. Ja, da war die. Okay, von vorn. Oh Mann. Das Ding verdient echt den Tech-Rätsel. So. Wait, aber was ist denn da? Achso, das ist dann wahrscheinlich einfach irgendein Bonus. Ich bin jetzt... Jetzt bin ich ganz ehrlich. Jetzt gehe ich nicht mehr so krass auf Bonus. Jetzt will ich einfach nur noch durch. Wait, war das jetzt hier richtig? Nein, das war... Ah, das war der Bonus. Ah, oh, zu langsam. Egal. Ist schon ein lustiger Bonus. Alter! Also, mich würde schon interessieren, wohin das Ding da unten führt, diese Röhren. Aber wie bringe ich das eigentlich in Erfahrung? Ich meine, dafür bräuchte ich mehr... Ah, doch, ich habe es verstanden. Ja gut, vielleicht ist das am Ende auch eine Röhre, in die ich gehen muss sogar. Nein, da kommt schon wieder... Oh, no. Das ist gar nicht mal so einfach. Oh Mann, was mache ich hier? Ja, wenn hier offen ist, dann kann ich nämlich die ganzen anderen Kisten holen und da mir einen Weg bauen. Verstanden? Vielleicht muss ich das sogar. Also entweder ist das der Bonus oder die Röhre, die ich vorhin rein wollte, ist der Bonus. Beides wäre möglich. Ich wollte schon wieder auf das Ding drauf springen. Zum Glück hat sich es gerade verabschiedet. Unglaublich. So. Unbedingt ganz wichtig, nicht das Ding da reinschmeißen. Nur ablegen. So. Jetzt holen wir uns, ohne den Pilz zu verlieren, den P-Switch. Und gehen dann hier weiter. So. Jetzt probiere ich als erstes die Kisten aus. Ah, nee, kann ich nicht, weil ich dann muss ich erst wieder die kaputt... Oh, no! Oh, Mist. Das wollte ich nicht. Ah, dann muss ich jetzt wieder die kaputt machen. Da müsste ich jetzt nochmal komplett außen rum gehen. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir hoffen jetzt mal, dass der Weg da oben weiterführt. Und der andere Weg ist dann DLC. Oh. Hier kommt einfach nur ein Pilz raus. Was cool ist. Leider nicht, was ich mir gewünscht habe. Okay, das heißt, ich muss jetzt... Nein. Nee, es ist, wie ich es gesagt habe. Ich muss jetzt nochmal außen rum. Nee, muss ich nicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich kann ja jetzt wieder hier rein. Und jetzt ist ja der Weg offen. Genau. Jetzt ist ja der Weg offen und ich kann hier aufmachen. Und dann kann ich mir die anderen Kisten holen. Okay. Jetzt passt die Geschichte.
Und ich darf den Pilz nicht verlieren. Reicht das? Nein. Nicht den Pilz verlieren. So. Wow. Ah, jetzt wäre es nicht so schlimm. Wenn ich nochmal eine Truhe, nochmal einen Block kommt, dann wäre es nicht so schlimm. Checkpoint, es ist noch nicht zu Ende. Was? Oh mein Gott. Hi. Ja, gut, dass wir einen Checkpoint hatten. Uff. Ach ja. Ich lerne aus meinen Fehlern. What the hell? Pflanze habe ich so auch noch nicht gesehen. Jo, alles klar. Tschüss. 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 Okay, hier komme ich nicht mehr zurück. Oh boy. Okay, aber hier in die Röhre kann ich dann rein. Okay, das war ein kurzer Abschnitt. Oi, oi, oi. Das war ein Level. Huch, da war ich etwas laut, Entschuldigung. Aber das war ein Level. Wow. Very, very nice. Sehr cool. Das war echt cool. Weil das war lang, es war labyrinthartig, es hatte Rätsel. Das war richtig cool. So, dann, Lead the Lads, Snowflake Cliffs und Mii Music Medley wahrscheinlich beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.